Ja, hallo und herzlich willkommen. Darf Sie und euch begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Endstand 2:0 für die Gäste. Der Gästetrainer hat das erste Wort. Ihr Fazit bitte zum Spiel. Ja, hallo in die Runde. Wir sind sehr glücklich und sehr froh über den Auswärtssieg. Es war ein schweres Spiel. Was mich besonders freut, ist, wie couragiert wir verteidigt haben. Es war nicht einfach. Wir waren körperlich unterlegen auf vielen Positionen, das hat man gemerkt. Und trotzdem haben wir es gut gemacht, dass wir uns immer wieder reingeschmissen haben in die zweiten Bälle. Und das war ein wichtiger Schlüssel. Der zweite Schlüssel war sicherlich, dass wir zur richtigen Zeit die Tore gemacht haben. Dass wir da einfach immer wieder auch Wind aus den Segeln von den Angriffen von Hansa genommen haben, weil wir einfach dann das unterbrochen haben, diese Welle. Viele lange Bälle mussten wir verteidigen und wenn sie es geschafft haben, sich bei uns festzusetzen, dann um den Strafraum herum mit Einwürfen, mit Eckbällen, mit Freistößen, dann war das immer gefährlich durch die körperliche Präsenz, die sie hatten, und das mussten wir einfach schaffen. Immer dann, wenn wir es geschafft haben, den Ball in ihrer Hälfte zu bringen, dann waren wir gut und dann haben wir auch gute Situationen herausgespielt. Und in Summe sind wir sehr zufrieden über den Auswärtssieg in einem schweren Spiel. Vielen Dank, Robert Klaus. Jens, dein Fazit bitte. Ja, erstmal Glückwunsch an Robert und an seine Mannschaft. Ich glaube, sie haben da natürlich das, was Robert schon gesagt hat, die Sachen heute ganz konsequent gespielt, was wir halt nicht haben. Wir haben halt, ich glaube, so viel mehr Situationen oder Abschlüsse wie wir hatten sie nicht. Und sie haben am Ende 2:0 gewonnen, weil sie hinten in den Dingen immer noch einen Fuß dazwischen gekriegt haben, immer noch einen Kopf dazwischen gekriegt haben, oder wir waren dann halt nicht in der Lage, das Tor zu treffen. Und vorn haben sie halt dann aus den Situationen dann halt, ich glaube, aus 3 Situationen 2 Tore gemacht. Das waren jetzt keine, ja, ein bisschen auch Geschenke von uns. Und wenn du dann halt da so effektiv bist und dann so leidenschaftlich dann eben doch verteidigst und gerade auf dem Platz auch alles reinhaust, dann war es natürlich für uns schwer, irgendwo zurückzukommen. Wir hatten, ich glaube, mit Pascal die Situation, es wäre eine Viertelstunde vor Schluss, wenn du da einen Anschlusstreffer machst, wo zumindest zwingend das Tor treffen musst, dann wird es zumindest noch mal eine heiße Schlussphase. Es waren ja viele Bälle, die dann irgendwo so noch mal so in letzter Sekunde geklärt worden sind. Und dann hätten wir vielleicht irgendwie noch den Punkt mitnehmen können. Aber da waren wir heute einfach nicht scharf genug. Und ich bin auch natürlich enttäuscht, weil ich glaube, wir können es ein bisschen besser. Und das ist uns heute leider nicht gelungen. Es fehlen dann halt so 3-4%. Die dann halt in der Liga entscheidend sind. Und dann musst du ja so einen bitteren Nachmittag wieder zu Hause erleben und stehst am Ende mit 0 Punkten da. Und das tut für den Moment sehr, sehr weh, aber das hilft jetzt nichts. Wir müssen uns das morgen nochmal in Ruhe anschauen und auch mit der Mannschaft auswerten. Und dann gilt es halt, uns auf das Spiel gegen Schalke zu fokussieren und auch da eben einfach auch da zu sein. Und diese 5%, den eben noch mal abzurufen, mehr, die dann halt notwendig sind, um in dieser Liga eben auch zu punkten. Danke. Vielen Dank, Jens. So, jetzt wäre es Zeit für Ihre und eure Fragen, wenn es denn welche gibt. Oliver Kramer von der Bild. Ja, Herr Hertel, vielleicht noch mal einen Satz zu der Elfmetersituation. Wie haben Sie den Elfer an sich gesehen und natürlich zu der Szene Markus Kolke pariert und ist das eher dann auch etwas Glückssache oder müssen Sie da schon Ihrer Mannschaft einen Vorwurf machen, dass man da nicht schärfer hinterhergegangen ist? Also Fakt ist, dass diese ganze Entstehung zu diesem Tor, da hätten wir schon viel, viel eher aktiver sein müssen. Auch Nils Fröhling hatte dann schon, ich glaube, schon deutlich vorher die Möglichkeit, da so eine Situation dann halt auch schon unter den Ball zu gewinnen und lässt dann einfach in die Mitte ziehen und dann ist es ist ein Kontakt da, er lässt sich fallen, nimmt das natürlich auch dankend an. Ich glaube, es war so hart war der Kontakt nicht, dass man unbedingt fallen muss, aber das ist handelsüblich im Fußball. Und der Mannschaft muss man einen großen Vorwurf machen, dass man dann halt nicht nachläuft. Wir wissen, dass Markus Kolke immer in der Lage ist, Elfmeter zu halten und dann darf mir das nicht passieren. Und auch selbst wenn da jemand Anlauf nimmt, da muss ich dann halt mitgehen oder ich muss ihn dann halt irgendwo blocken. Wir stehen dann da und denken, das Tor ist schon gefallen und dann kriegen dann halt so einen Nachschuss dann rein. Das ist ja, das ist schon ein bisschen dumm, das muss ich sagen. Naiv, klingt vielleicht besser. Gut, damit ist die Frage wohl beantwortet. Dann haben wir eine Frage von Fadi Keplavi von den Nürnberger Nachrichten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Korrekt.
sehr richtig. Vielen Dank. Eine Frage an Robert Klaus. Sie loben zu Recht das gute Spiel in der Defensive. Hätten Sie sich trotzdem in der Offensive ein bisschen mehr Elan gewünscht? Es geht Ihnen auch um die Entwicklung der Mannschaft und des eigenen Spiels. Oder war das auf diesem Platz vielleicht gar nicht möglich? Ja, letzteres. Es war wirklich schwer. Haben auch alle Spieler nach dem Spiel bestätigt, dass das wirklich schwer war. Der Ball ist immer gesprungen, er war kaum am Boden und es war wirklich schwer, ihn zu kontrollieren. Deswegen haben wir auch dann in der Halbzeitpause gesagt, mit der 1-0-Führung im Rücken, dass wir versuchen, die Bälle, wenn wir sie haben, eher wieder tief zu spielen, in die Reihen des Gegners hinterherzugehen, dort für Chaos zu sorgen, weil es einfach schwer ist. Mit jedem Rückpass, mit jedem Querpass hat man sich selber in Bedrängnis gebracht, weil es alles Pressingauslöser waren. Das hat man auch gesehen bei Hansa. Auch da, wo, wenn quer gespielt wurde in der letzten Kette oder zum Torhüter, wurde es immer für uns gut und für den Gegner nicht gut. Das war sehr schwer heute auf dem Platz. Und wir hatten es in der ersten Halbzeit phasenweise, wo wir uns festgesetzt haben, war es gut. Das war okay, aber immer dann, wenn man natürlich dann in engen Situationen schnelle Entscheidungen treffen muss, mit wenig Raum, mit wenig Zeit und man auch direkt mal spielen muss und technisch sauber sein muss, dann wurde es halt einfach echt schwer auf dem Platz. Und deswegen haben auch die Jungs dann sofort das gemerkt, dann in der Halbzeitpause haben gesagt, hey, wir nehmen das Spiel hier mit, wir verteidigen und setzen noch vorne ein, zwei Situationen. Und deswegen war das völlig okay. Es war eine Mischung aus reife Leistung und spielerisch ausbaufähig. Dann würde ich jetzt Martin Funk von der Bild-Zeitung Nürnberg um seine Frage bitten. Herr Klaus, Glückwunsch zum Sieg. Kilian Fischer kam heute aufgrund der Corona-Erkrankung von Enrico Valentini überraschend zu seinem ersten Startelf-Einsatz. Ich fand, er hat ein bisschen nervös begonnen, sich aber dann gesteigert. Wie haben Sie seine Leistung gesehen heute? Ja, sehr ähnlich. Am Anfang ein, zwei Situationen gehabt, die so 50-50 waren, die weggingen. Und ist dann aber auch, so wie die Mannschaft, dann richtig gut reingekommen, hat dann viele Wege gemacht, war fleißig, hat angeschoben. Gerade dann Mitte erster Halbzeit hatten wir viele Situationen, wo wir uns dann festgesetzt haben. Hinten raus hat er gut verteidigt, auch in der Box gut verteidigt. Und für ein Startelf-Debüt war das gut. Hat die letzten Wochen auch gut trainiert, war auch dran. Das hat man ja auch letzte Woche mit der Einwechslung gesehen, wo wir ihn vorne gebracht haben, dass er sich das auch verdient hat. Und jetzt ist es mal so gefallen, dass der Waller ausfällt und dann stand er parat. Und das ist gut zu wissen, dass wir da im Kader dann einfach diese Möglichkeiten haben, dass wir Ausfälle kompensieren können. Ja, der Kollege aus Nürnberg, von den Nürnberger Nachrichten. Sie mussten, Herr Klaus, auf Valentini und Hübner verzichten. Können Sie schon mehr sagen, wie es den beiden geht in der Quarantäne? Ja, sie hatten leichte Symptome und deswegen haben wir dann einen PCR-Test gemacht, um es auszuschließen, dass wir keine Spieler mitnehmen auf die Reise, wo wir viel zusammen sind, obwohl wir mit Maske sind, aber trotzdem sind wir eng zusammen. Deswegen haben wir dann bei allen, die Symptome hatten wir einen PCR-Test gemacht und der war bei beiden positiv. Der Waller hat ganz leichte Symptome, der Hübi, ich glaube, mittlere, so wie ich jetzt gestern nochmal, wo wir Kontakt mit ihm hatten. Es geht aber beiden gut. Klar, für den Hübi ist es bitter, jetzt, dass er letzte Woche reingekommen und hat sich dann zurückgearbeitet und fällt jetzt wieder für das Spiel aus. Aber er ist erfahren und stark genug, dass er da auch zurückkommt. Und ja, jetzt werden wir sehen. Ich weiß gar nicht, wie die Regeln sind, wann sie sich freitesten können. Das erklären alles die Ärzte. Olli, hast du noch eine weitere Frage? Ja, ich wollte noch mal nachfragen, Herr Hertel, zu Danilo Siegerin. Sie haben sich entschieden, ihn heute von Beginn an zu bringen. Haben Sie noch mal mit ihm sprechen können im Vorfeld des Spiels? Mit welcher Gefühlslage ist er da reingegangen angesichts der Umstände? Und noch mal daran anschließend, warum hat sich Hansa da vor allen Dingen in der ersten Halbzeit schwer getan, ein konstruktives Angriffsspiel aufzuziehen? Ich denke mal, es lag ja auch daran am Gegner, der die Räume sehr eng gemacht hat. Ja, kommen wir zur ersten Frage zu Danilo Siegerin. Natürlich haben wir mit ihm gesprochen. Das ist so eine Situation ist außergewöhnlich. Ich glaube, wir reden hier über ein Fußballspiel und woanders sterben Menschen. Also und gar nicht so weit weg von uns. Deswegen galt da natürlich schon noch zu sehen, wie reagiert er. Aber er wollte spielen und das machen, was er gut kann, was ihm Spaß macht, was ihm sicherlich auch ein Stück weit Ablenkung verschafft. Und deswegen haben wir ihn heute eben gebracht. Ja, warum hat das in der ersten Halbzeit nicht so funktioniert? Wir haben ja in der zweiten Halbzeit umgestellt auf zwei Spitzen und haben dann gesagt, auch aufgrund des Platzes, wir müssen zusehen, dass wir halt schneller auch Bälle hinter die Kette spielen oder auf die Kette.
Und da wollten wir halt das auch insgesamt nach vorne deutlich weiter verstärken. Es ist uns, glaube ich, auch gelungen. Wir haben mehr Zugriff aufs Spiel gehabt. Wir haben dann auch mehr diagonale Bälle hinter die Kette gespielt. Und dann wird es halt auch immer mal gefährlich. Und erste Halbzeit, ja, wollten wir das eigentlich so, wie wir es immer machen, ein bisschen angehen. Und das hat heute aufgrund des Platzes und auf der Art und Weise, wie der Gegner natürlich agiert hat, nicht so gepasst. Deswegen haben wir es ein Stück weit in der Halbzeit umgestellt. Hatten dann ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel. Aber es hat am Ende auch nicht gereicht, um hier was mitzunehmen. Dann haben wir nochmal Martin Funk von der Bild Nürnberg. Herr Klaus, auch heute war Thailand Lohmann wieder einer der Matchgewinner. Vielleicht ein Wort noch zu seiner Leistung. Ist das klassisch Fußball, dass wenn so der Knoten geplatzt ist, dass der Selbstbewusstsein sich steigert, auch wenn er den Elfmeter nicht reingemacht hat? Ja, gibt's da, ich glaube, da gibt es sogar einen Assist für, wenn man Elfmeter verschießt und der Nachschuss reingeht. Also hat er zumindest den Assist und ein Tor sich erarbeitet, holt ja auch den Elfmeter raus. Man merkt ihm an, das gesteigerte Selbstbewusstsein. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, die Position gibt ihm natürlich auch ein paar Freiheiten nach vorne, die ihm gut tun in seinem Spiel. Und dann natürlich hat er jetzt Selbstbewusstsein nach dem letzten Spiel auch. Und das merkt man auch, dass er da dann auch diese Ruhe, die er am Ball auch sonst hat, weil er ein guter Fußballer ist, die er dann auch gut, mit guten Entscheidungen dann dazu zu paaren kann. Und deswegen passt das im Moment. Jetzt muss er fleißig bleiben, jetzt muss er dranbleiben daran, dass er da jetzt nicht nachlässt, sondern einfach mehr will, so wie wir als Mannschaft auch nicht zufrieden sein. Jetzt haben wir 2 Spiele in Folge gewonnen, das ist gut. Das ist uns ewig nicht mehr gelungen. Und jetzt müssen wir fleißig bleiben und dranbleiben und gierig bleiben. Und so muss jeder einzelne Spieler, auch die jetzt gespielt haben, jeder muss gierig sein. Und auch die Spieler, die jetzt nicht gespielt haben, die wollen wieder rein in die Elf. Entweder die heute gefehlt haben oder die auf der Bank gesessen haben, die müssen zeigen, dass sie spielen wollen. Und dann entfachen wir einen Konkurrenzkampf, der ist wichtig, den brauchen wir. Ich glaube, eine Frage gibt es noch von Herrn Funk. Ja, kein Nürnberger Journalist traut sich mehr, Ihnen eine Frage nach einem möglichen Aufstiegskampf zu stellen. Würden Sie aber eine solche Frage nach einem weiteren Sieg gegen den Hamburger SV am nächsten Samstag erlauben? Oder würden Sie auch dann sich diese Frage verbieten? Erlaubt es grundsätzlich immer alles. Die Frage ist, ob ihr mit meiner Antwort zufrieden seid. Wichtig war, das habe ich gerade schon mal gesagt, dass wir 2 Siege am Stück eingefahren haben. Und darum ging es, dass wir Konstanz in unsere Leistung bringen und auch in unsere Ergebnisse. Das ist entscheidend für Weiterentwicklung und für die Erreichung unseres Saisonziels. Und da haben wir jetzt einen Schritt gemacht und jetzt haben wir natürlich nächste Woche mit dem HSV eine Belohnung. Wir spielen zu Hause vor unseren Zuschauern. Ich hoffe, dass so viele wie möglich kommen dürfen und auch kommen. Und dann gucken wir, was wir dann gegen den HSV wieder aufs Parkett zaubern. Und dann habe ich jetzt die Frage geschickt umschifft. Gut, dann gibt es noch eine Frage von Fadi Keplavi. Oder? Ich würde sogar auf 2 erhöhen. Würden Sie, Herr Klaus, sagen, dass sich der 1. FC Nürnberg im Aufstiegsrennen noch befindet? Und die zweite Frage, wie stehen Sie zum ungeschriebenen Gesetz, dass der Gefaulte nicht selbst Elfmeter schießt? Aufstiegsrennen... Theoretisch können wir aufsteigen und absteigen. Deswegen sind wir sowohl im Aufstiegs- als auch im Abstiegsrennen dabei. Und die zweite Frage, finde ich, kann er schießen? Für mich ist nicht irrelevant, sondern derjenige, der ein guter Elfmeterschütze ist und sich sicher fühlt, wenn der gefoult wird, dann kann er den gerne reinschießen. Also für mich zählt das nicht, dieses Gesetz. Ich glaube, das ist auch statistisch nicht mehr so ganz so haltbar, ohne jetzt genaue Daten zu kennen. Gut, dann geht's rüber zu unserem Trainer Jens Hertel. Eine Frage von Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Ja, hallo Herr Hertel. Haben Sie in der Analyse eine Erklärung dafür, warum sich Ihre Mannschaft zu Hause so enorm schwer tut und wie sehr frustet Sie diese Serie? Ja, die frustet uns extrem. Ich glaube, weil wir auch heute viel investiert haben. Ich glaube, wir haben auch viel falsch gemacht heute. Es war kein gutes Spiel, aber trotzdem hatten wir unsere Situation und das ist halt das Bittere, dass wir dann heute auch nicht mal aus einer guten Chance und auch aus Halbchancen im Moment nicht in der Lage sind. Wir hatten, ich glaube, gefühlt
20 Einwürfe, 5, 6 Ecken. Gerade auch bei Standards, wo wir eigentlich in den letzten Wochen und überhaupt auch in dieser Saison gut waren, haben wir heute viel zu wenig Gefahr erzielt, wo wir dann halt vielleicht auch die Nürnberger halt ein bisschen auch mal überraschen können. Ist uns nicht gelungen und dann ist es natürlich trotzdem ärgerlich. Dann stehst du hier da, machst dann hinten einen Fehler und dann kommt noch ein zweiter dazu und dann steht es auf einmal 2-0 und dann rennst du hinterher, dann gelingt dir der Anschlusstreffer nicht, dann hast du auch das Glück nicht in der einen oder anderen Situation, dass dir mal dabei vom Fuß springt vom Tor, dass du ihn dann mal machen kannst und dann gehst du ja wieder mit dem bitteren 0-2 nach Hause und hast viel investiert und stehst mit leeren Händen da und das tut dann schon weh und das frustriert extrem. Da brauchen wir kein Blatt vor den Mund zu nehmen, dass wir da völlig unzufrieden sind. Ich würde gerne noch zwei personelle Fragen anschließen. Lukas Fröde, nehme ich an, ist wieder die Oberschenkelverletzung gewesen, was Sie dazu bewogen hat, ihn rauszunehmen zur Pause? Ja, nee, er hat ja natürlich schon noch relativ früh wieder die gelbe Karte kassiert und dann wollten wir so und so ein Stück weit die Grundordnung umstellen und dann musste ein Mittelfeldspieler raus und aufgrund der gelben Karte haben wir uns dann einfach auch für Lucky entschieden, weil mit einem weniger wäre es dann noch schwieriger geworden und die Gefahr hätte dann schon noch bestanden, dass du dann halt nochmal irgendwie zupacken musst, auch wenn er ein erfahrener Spieler ist, aber es war dann halt so eine taktische Abwägung auch noch aufgrund der gelben Karte und ich glaube, er war heute auch nicht ganz so gut im Spiel, wie er das vielleicht in den letzten Wochen war, deswegen haben wir uns dann dafür entschieden. Können Sie uns noch ein Update geben in Sachen Nick Omladic, wie sieht es bei dem aus, wo ist er? Ist er wieder in Rostock? Ist das nochmal absehbar, dass er vielleicht nochmal spielen kann diese Saison oder ist das schon fast unwahrscheinlich? Na, es sind ja jetzt nicht mehr so viele Wochen. Also er ist noch in Slowenien. Er wird dann aber irgendwann zurückkommen. Aber im Moment braucht er dann natürlich auch nochmal eine richtige Vorbereitung. Also es sind zwar jetzt noch 11 Wochen, aber ja, die sind halt auch relativ schnell rum. Und ob er da nochmal Rhythmus findet, ich hoffe es oder ich würde mir es wünschen, aber versprechen kann ich es halt auch nicht. Und da ist er natürlich auch ein Stück weit selbst gefordert, dass er dann auch ein gutes Gefühl hat. Ansonsten macht es ja auch keinen Sinn. Und wenn er dann weiter Probleme mit seinem Fuß hat, dann kann er halt auch nicht spielen oder kann der Mannschaft eben auch nicht helfen. Aber wir haben trotzdem einen großen Kader ausreichend Leute jetzt auch dazu, die jetzt offensiv dann schon auch in seine Fußstapfen treten können. Und deswegen, es wäre schön, wenn er wieder zurück ist und uns helfen kann, aber wenn nicht, dann müssen wir es halt anders lösen. Danke. Gut, dann sieht es so aus, als wären alle Fragen beantwortet. Dann vielen Dank an beide Trainer, dem 1. FC Nürnberg natürlich alles Gute, gute Heimfahrt in erster Linie erstmal und alles Gute für die restliche Saison. Und dir auch vielen Dank, Jens. Ciao, danke.